Es sind die Missionen der wahren Propheten, die Empörung verursachen. Sonntag, 20. Januar 2013, 10.10 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, es ist mein größter Wunsch zu sehen, dass Ungläubige mein heiliges Wort lesen. Auch wenn es nur für einige Minuten wäre, sie würden versucht sein, immer wieder auf meine Schrift zurückzukommen. Weil Satan die Welt täuscht, indem er sie glauben lässt, dass er nicht existiere oder dass seine Dämonen, die gefallenen Engel, nicht die Welt durchstreiften und unbehindert Unterschlupf in den Herzen und Leibern der Menschen suchten, ist er den Nichtgläubigen unbekannt. Nur wenn der Mensch die Existenz des Bösen in der Welt akzeptiert, wird er seinen Geist aufrichtig öffnen, um die Existenz Gottes zu akzeptieren. Wenn die bösen Geister umherschweifen, dann forschen sie nach Orten, wo sie leicht in eine Seele eingehen können. Sobald sie einmal in der Seele sind, ist es sehr schwer, sie loszuwerden. Sie klammern sich an jenen bedauernswerten Seelen fest, die keinen Glauben an Gott haben oder ihm nicht vertrauen. Sie greifen meine Anhänger auf ähnliche Weisen an, und nur ihre Gebete können ihnen Schutz bieten. Wenn ein Prophet in die Welt gesandt worden ist, werden Satan und seine Dämonen außergewöhnliche Anstrengungen unternehmen, um das Geschenk der Prophetie zu bekämpfen. Du, meine Tochter, bist von den Angriffen Satans umgeben. Diese nehmen viele Formen an. Menschen, die auf meine Botschaften reagieren, werden ebenfalls gequält werden. Zunächst werden in ihre Herzen Zweifel gepflanzt werden durch den Geist des Bösen, der dann Angst in der Seele hervorrufen wird. Das wird sie dazu bringen, meine Botschaften zu bezweifeln und anzufechten, bis ihre Zweifel in Hass umschlagen. Viele Seelen, mit denen du, von ihnen unbemerkt, verbunden bist, werden ständig versucht sein, dich zu verraten. Einige Fremde werden auftauchen und dir sagen, dass sie ebenfalls Propheten seien. Einige jener Seelen, die seit dem Beginn dieser Mission zu dir kamen und vortäuschten, dass sie ebenfalls meine Propheten wären, mit besonderen Gaben von mir, und die dich belogen haben, sind deine ärgsten Feinde. Sie werden von bösen Geistern heimgesucht, und viele erkennen das leider nicht. Jene gottgeweihten Diener von mir, denen du vertraut hast und die dich verraten haben, werden ebenfalls, aus Eifersucht und Neid, daran gehindert, mir gegenüber ihre Pflicht zu tun. Es gibt nur sehr wenige, denen man vertrauen kann, dass sie mit meinen Propheten zusammenarbeiten, weshalb die echten Propheten alleine arbeiten müssen, mit nur einer Handvoll von Leuten, denen sie vertrauen können. Ihr, meine Anhänger, dürft euch niemals verletzt oder beleidigt fühlen, wenn ich meiner Propheten nicht erlauben werde, euch zu treffen oder an öffentlichen Veranstaltungen teilzunehmen. Als der Endzeitprophetin kann ich ihr keine Ablenkungen erlauben. Ich benötige die ganze Zeit und die ganze Hingabe von Maria. Ich, Jesus Christus, werde es sein, der euch in euren Gebeten führen wird, und mit Hilfe meiner Gebetsgruppen. Unterschätzt niemals den Geist des Bösen, der Zweifel und Auseinandersetzungen unter euch hervorruft, einhergehend mit der Versuchung Weg zu gehen. Erkennt die Gründe dafür. Es ist, weil Satans größter Krieg in dieser Zeit geführt wird. Es sind die Missionen der wahren Propheten, die Empörung verursachen. Ich, Jesus, bin es, der die Schlacht gegen den Teufel führt, und ich bin es, der sie gewinnen wird. Euer geliebter Jesus.